Grüezi miteinander, willkommen bei Einstein. Weniger Energie verbrauchen und erneuerbar statt atomar. Tönt wunderbar, darum ja gern. Aber wie? Starthilfe für die Energiewende, wie der Bund mit millionenschweren Forschungsprogramm neue Technologien anheizen will. Essen aus dem Drucker. Das ist fantastisch. Wie hier Erbsen daraus werden und warum das gerade für ältere Leute eine riesige Hilfe sein könnte. CIA-Technologie zum Fernsehen machen, warum die Kamera einem Waffenschutzgesetz unterliegt und wie Katrin Hönecker mit einer Schlag kommt. Ich habe verloren. Es ist eine Millioneninvestition in die Energiewende. Der Bund hat heute zwei nationale Forschungsprogramme vorgestellt. Die Programme unterstützen Dutzende von Projekten, die nachher mithelfen sollen, die Energiewende zu packen. Es geht bei diesen Projekten beispielsweise darum, wie und wo dass man Energie sparen kann oder auch, was für neue Technologien Potenzial haben. Eines von diesen Projekten haben wir herausgesucht und stellen es Ihnen vor. Ein Projekt, das mit Hochdruck daran geschaffen wird. In diesem Berg bei Biasca in der Leventina soll eine Versuchsanlage für eine neuartige Technologie entstehen. Ein Speicher für überschüssigen elektrischen Strom. Ein Druckluftspeicher. In einem NEHAT-Transportstollen, der nicht mehr gebraucht wird. Das Projekt soll, unterstützt durch das nationale Forschungsprogramm NFP 70, mithelfen, die Energiewende zu schaffen. Hans-Rudolf Schalcher, rechts, leitet das Nationalfondsprogramm. Er lässt sich von Gift Sangane, dem Leiter des Speicherprojektes, die Kaverne zeigen, wo die Testanlage des Druckluftspeichers gebaut wird. Die Idee. Also in dem Stall realisieren wir ein neuartiges Druckluftspeichersystem, wo wir einen Abteil von dem Tunnel abschliessen mit Betonzapfen. Das sind 5 Meter dicke Betonzapfen. Und wir bauen dann den Druck in dem Bereich zwischen den zwei Zapfen aufbauen. Später, wenn wir es nötig haben, können wir dann die Druckluft aus dem Kaverne rauslassen, in eine Turbine reinlassen und dann produzieren zurück ins Netz, wenn es nötig ist. Neue Technologien zur Stromspeicherung sind dringend nötig. Denn für die Energiewende reichen die heutigen Speichermethoden nicht aus. Die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen, Wind und Sonne, haben ein großes Problem. Die Anlagen liefern nur dann Strom, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Und nicht dann, wenn am meisten Strom gebraucht wird. Das heißt, man muss diese Energie speichern können. Der Druckluftspeicher im Tunnel bei Biasca könnte eine Lösung des Problems sein. Das Prinzip der Anlage. Bei Stromüberschuss treibt ein Elektromotor einen Kompressor an. Dieser verdichtet Luft, die dann im Druckstollen gespeichert wird. Bei diesem Prozess entsteht Wärme, die einem Wärmespeicher zugeführt wird. Bei Strombedarf passiert das Umgekehrte. Die komprimierte Luft wird erwärmt und auf eine Turbine geleitet. Diese erzeugt elektrischen Strom. Noch steckt das Projekt in der Anfangsphase und es gibt viele offene Fragen. Wir wollen herausfinden, wie sich der Stein verhält mit Zyklen, wo wir den Druck immer aufbauen und ablassen. Ob wir den Druckverlust haben im Gestein drin, wie viel die Druckverlust sind, ob die akzeptabel sind oder nicht. Und ob der Wärmespeicher, den wir haben, in die Umgebung gut funktioniert, weil der Wärmespeicher ist eigentlich eine wichtige Komponente für die Technologie, die wir jetzt entwickeln. Einen Prototyp dieses Wärmespeichers testen Gift Sangane und sein Team in einer Pilotanlage. In einer Industriehalle der Firma Airlight Energy in Biasca. Die günstigsten und trotzdem effizienten Wärmespeicher sind Steine, Geröll aus Flüssen. Hinzu kommen verschiedene Metalllegierungen, die im Wärmespeicher installiert werden. Können Sie mir sagen, was wir für einen Druck und für eine Temperatur haben? Da drin? Also da, wir erreichen ab bis auf 600 Grad. Der Nationalfonds unterstützt im Rahmen des ganzen Forschungsprogramms 84 Technologieprojekte während 4 Jahren. Dafür stehen 37 Millionen Franken zur Verfügung. In Anbetracht der großen Herausforderung Energiewende ein eher bescheidener Betrag.
Und natürlich sind 37 Millionen nicht alles Geld, aber bezogen auf die Schweiz ist das ein relativ hoher Betrag. Und die Meinung ist natürlich, dass wir einen Haufen initiieren können, einen Haufen auslösen können, wo die Industrie und die Kraftwerkbetreiber nachher hinten anziehen und das schlussendlich zur Anwendungsreife bringen. Die geforderte Vernetzung zwischen Forschung und Industrie ist in diesem Projekt bereits da. Forscher Zangane arbeitet bei Airlight Energy, einem Unternehmen, das sich auf die Erzeugung von Solarstrom spezialisiert hat und auf die Speicherung von Energie. Das dabei gewonnene technologische Know-how fließt nun auch ins neue Projekt des Druckluftspeichers ein. Für Gief Zangane und sein Team macht das Nationalfondsprogramm zum einen zusätzliche Forschungsarbeiten möglich. Diese könnten die Zuverlässigkeit und die Effizienz der Anlage erhöhen. Und das Schöne ist natürlich, dass wir zusammen mit vier Schweizer Top-Institutionen zusammenarbeiten können, die in diesem jeweiligen Bereich sehr erfahren sind. Und das bringt für uns einen grossen Vorteil für die Forschung und Entwicklung. Für den Leiter des NFP 70 sind die neuen Technologien aber nur ein Element im Großprojekt Energiewende. Ich glaube, es war allen klar von Anfang an, dass neue Technologien und neue technische Lösungen allein die Energiewende nicht schaffen. Sondern dass es dann eben noch soziologische Ansätze braucht, dass es politologische Wege braucht, wo eben flankierend dann die Technologien unterstützen in der Umsetzung. Die Nationalfondsprojekte sollen helfen, die vielen Teilchen im großen Energiewende-Puzzle zusammenzuführen. Und der Druckluftspeicher, der soll gegen Ende dieses Jahrzehnts kommerziell nutzbar sein. So, meine Damen und Herren, es ist angerichtet. Ein gutes Miteinander. Ja. Gerade wahnsinnig appetitlich sieht es nicht aus. Es erinnert ein bisschen an einen Matsch, den man in einem südamerikanischen Gefängnis serviert bekommt. Oder vielleicht auch das Rührei, das ich heute Morgen gestohlen habe. Ist es aber nicht. Es ist das Mittagsmenü von unserem Fernsehrestaurant. Aber zum Tier von unserem Restaurant jetzt zu retten, das ist natürlich nicht so serviert worden. Die Elbler-Makronen und das Äpfelmus, die sind püriert. Für viele ältere Leute ist solches Essen der Alltag, weil gut die Hälfte von allen über 75-Jährigen hat heute Probleme mit Käuen und Schlucken. Und da bleibt häufig einfach nichts anderes, als das Essen immer zu pürieren. Und dass einem da dann der Appetit ein bisschen vergeht, wenn man ständig solches Essen überkommt, das ist irgendwo ja verständlich. Aber ein Schweizer Koch, der hat jetzt ein Rezept. Und das sorgt bei den älteren Leuten für Gaumenlust statt Gaumenfrust. Erbsli und Rüebli und Kalbsragout. Alles püriert, aber dennoch attraktiv und authentisch. Das ist Smooth Food. Das Ziel dahinter, auch pürierte Kost soll lecker sein und Freude machen. Es ist doch dreimal am Tag passiert. Und dreimal am Tag kann ich das so organisieren, dass er Wertschätzung erlebt, dass er sieht, aha, der kümmert sich um mich. Ich als Koch bin ein Kümmerer schliesslich um die Seele, um das Wohlergehen von dem, rund ums Essen herum. Und wenn ich ihm ein solches Stellchen bringen kann, ist das so eine nette Botschaft, als wenn ich es einfach irgendwie in einen Matsch bringe, der lieblos irgendwie angerichtet ist. Ich könnte das gar nicht. Immer mehr Köche sind von Smooth Food überzeugt. So auch Vitali Schreiner. Nach seiner Weiterbildung zum Heimkoch hat er Biedermanns Ernährungskonzept an seinem Arbeitsort, dem Altersheim Arthos in Interlaken, eingeführt. Hier kocht die Küchenmannschaft jeden Tag dreimal für rund 100 Senioren. Ein Teil davon hat Schluckstörungen und ist auf pürierte Kost angewiesen. Ruthmann ist eine von ihnen. Sie erhält das Tagesmenü in pürierter Ausführung. Was schön ist, die Zusammenstellung in der Farbe hat mir gefallen. Ja, ja, es macht etwas aus, viel. Wenn man mit Freude isst, oder? Ja, ja. Das Auge ist mit, auch im Alter. Das ist der eine Zweck von Smooth Food.
Der andere ist die richtige Festigkeit, denn für Menschen mit Schluckstörungen darf auch die pürierte Kost weder zu dick noch zu dünnflüssig sein. Das richtige Bindemittel sorgt für die perfekte, schluckbare Konsistenz. Beispielsweise bei so einem Ranten- und Gurkensalat. Und darauf kommt es an. Normalerweise schicken Rezeptoren dem Hirn Impulse, die den Schluckreflex auslösen. Das zentrale Nervensystem befiehlt, die Luftwege zu schließen. So gerät der Bissen in die richtige Öffnung, durch die Speiseröhre bis zum Magen. Bei Menschen mit Schluckstörungen reden Rezeptoren und Hirn nicht mehr Klartext. Die Folge? Der Kehldeckel öffnet sich nicht oder nicht rechtzeitig. Die Nahrung gelangt in den falschen Hals. Kann sie nicht sofort ausgehustet werden, erreicht sie die Luftröhre. Im schlimmsten Fall entzündet sich die Lunge. Es muss eine Konsistenz haben. Das ist auch zum Beispiel so, dass ich ein Bouillon immer ein bisschen abbinde. Ein Bouillon wird grundsätzlich nur bei 60 Grad serviert, dass sie schon nicht brennt, dass sie nach hinten schletzen, oder? Und dann ist sie leicht gebunden. Durch das, dass sie gebunden ist, fließt sie auch langsamer. Darum machen wir auch Dessert-Elmo sehr schaumig, dass sie langsam laufen, dass der Kehlkopf nur Zeit hat, zuzuhören, die Informationen bekommt, oder der Gaumenflügel, so dass das Essen adäquat nach oben gleiten kann. Das ist der Clou von Smooth Food. Jahrelang hat Biedermann mit Lebensmitteln experimentiert. Von unzähligen Bindemitteln bis zur Molekularküche. Alles hat er ausprobiert, damit jedes Nahrungsmittel in der richtigen Konsistenz in die richtige Form gebracht werden kann. Mittlerweile sind es bereits 3 Jahre, dass im Altersheim Arthos nach dem Konzept Smooth Food gekocht wird. Gegenüber früher hat sich viel verändert. Es wird heute beispielsweise ausgegessen. Unsere Heimbewohner geben natürlich das Feedback an das Pflegepersonal oder die Angehörigen. Und wir bekommen das natürlich sofort weiter gesagt. Und ja, bis jetzt war das ein gutes Feedback. Und wenn das leere Teller für sich spricht, das ist das für uns ein gutes Zeichen. Püriertes Essen, wie es heute noch in vielen Heimen serviert wird. Aber liebevoll zubereitet und schön angerichtet ist Essen nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch ein Genuss. Der Smoothfood zu kochen ist aber sehr aufwendig. Das soll sich allerdings ändern. Gerade im Hinblick darauf, dass wir Menschen immer älter werden und darum auch immer mehr Menschen auf solches Essen angewiesen sind. Also suchen die Wissenschaftler nach Lösungen, wie man den Smoothfood mit wenig Aufwand in grossen Mengen kochen kann. Also, was heisst kochen? Die Lösung ist nämlich nicht eine Pfanne, sondern ein Drucker. Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie frische Erbsen. Es sind auch frische Erbsen, nur eben zubereitet nach dem Konzept von Smoothfood. Aber das, was die Ernährungswissenschaftlerin Melanie Sänger testet, ist das erste Ergebnis einer neuen Technologie, von der alte Menschen profitieren sollen, in großen Pflegeheimen oder zu Hause. Denn der Erbsenbrei wurde nicht per Handarbeit in Form gebracht, sondern er ist soeben taufrisch aus dem Drucker getropft, im Labor des Instituts für Lebensmitteltechnologie der Hochschule Weinstephan-Triesdorf in Bayern. Zum ersten Mal ist Markus Biedermann hier zu Gast. Er lässt es sich nicht nehmen, den Forscherinnen zur Hand zu gehen für den Smooth-Food-Test im Drucker. Aus seiner Idee ist mittlerweile sogar ein von der EU gefördertes Forschungsprojekt geworden. Denn weltweit sterben noch immer viel zu viele alte Menschen unnötig, weil sie sich an ihrem Essen verschlucken. 72% sterben an einer Lungenentzündung. Von denen haben mehr als die Hälfte von diesen 72% sterben an einer Lungenentzündung, die hervorgerufen ist durch die ständige Verschluckung, also Speisen, die sie verschlucken, oder Flüssigkeiten. Gemeinsam mit dem Unternehmen Biosun entwickeln die Forscher ein sogenanntes Texturierungsmittel. Es ist natürlichen Ursprungs und soll dem Brei die richtige Konsistenz verleihen. Für die alten Menschen wie auch für den 3D-Drucker. Die genaue Zusammensetzung des Pulvers muss vorerst aber geheim bleiben, für den wirtschaftlichen Vorsprung. Noch einmal kurz abschmecken und dann kann der Erbsenbrei in Druck gehen. Gut, jetzt. Wunderbar. Ja, wunderbaren Buttergeschmack, habe ich gut gemacht, die beiden. Ich glaube, das kann ich abfüllen. He? Ja, aber
Der Brei kommt zunächst in den auf etwa 60 Grad Celsius beheizten Tank des Druckers. Mithilfe von Druckluft sollen die pürierten Erbsen gleich wieder ihre natürliche Form zurückbekommen. Okay. Und jetzt kannst du loslassen. Genau. Ob Erbsen, Nudeln oder Pullebeinchen, für fast jedes beliebige Nahrungsmittel entwickeln die Forscher ein eigenes, möglichst natürliches Druckbild. Ist auch schon fast voll. Für Markus Biedermann ist das die Premiere. Gut 1,5 Jahre Entwicklung hat es gebraucht, bis der Brei endlich weich genug war, um die Düsen des Druckers nicht zu verstopfen und gleichzeitig stabil genug, dass er Schicht um Schicht trägt. Wenn der Drucker es jetzt noch schafft, innerhalb kurzer Zeit komplette Menüs in Form zu bringen, dann wird er den Smoothfood-Erfinder vollends überzeugen. Sieht doch schon ein bisschen aus wie Erbse. Das ist unglaublich, unglaublich. Ist das nicht fantastisch? Die ersten Erbsen aus dem Drucker. Mein Gott, ich erlebe das noch. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass es eine Zukunft hat, wenn man so viel püriertes Essen muss machen, dass es einfach eine Lösung wird sein, als Unterstützung für Küchenchefs. Wir haben immer weniger Personal, immer weniger Geld zur Verfügung gestellt, dass man das automatisiert und dann vor allem entsprechend schon angerichtet ist. Das ist doch eine unglaubliche Unterstützung. Doch es geht nicht nur um Zeit- und Arbeitsersparnis. Melanie Sänger testet bereits neue Rezepturen für ihren Drucker. Sie und ihr Team wollen für eine sichere und gesunde Ernährung alter Menschen noch entscheidende Schritte weitergehen. Wir wollen unserem System beibringen, dass wir wirklich das schaffen, dass das automatisch die Zutaten noch zugibt, wie hier wertvolle Öle, Ballaststoffe oder Protein, dass einfach derjenige versorgt ist mit unserem Mittagessen, das jetzt hier aus dem Drucker kommt. Und das ist dann wirklich, da sind dann alle Vitamine, Nährstoffe drin, die derjenige braucht. Damit wäre ein weiteres Problem gelöst, denn herkömmliche Ernährung enthält für alte Menschen oft zu wenig Nährstoffe, wie zum Beispiel Eiweiß. Sie verlieren schnell an Körpergewicht. Wir müssen die doppelte Menge Eiweiß abgeben für die alten Leute. Früher hat man 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht, jetzt hat man 1,5 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht geben, weil die Resorption so langsam ist. Und das ist natürlich Unterstützung par excellence. Und schließlich, das Auge ist auch mit. Der Drucker soll das auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Mittagessen nicht nur gesund, sondern auch schön ausliefern. Im Idealfall ordnet der Drucker Erbse für Erbse so an, dass es aussieht, als wären sie rein zufällig auf den Teller gepurzelt. Und dann ist es fertig. Das gesunde Erbsengemüse à la Biedermann. Guck mal hier, das ist wunderschön. Ich kann den Teller einfach mal drehen. Ich finde natürlich diesen Part hervorragend. Schau mal, das sind richtige Erbsen. Und die sind nachher püriert. Also es würde mich fast gelusten, dort hier drauf zu drücken. Noch testen die Experten neue Rezepte und verbessern den Prototypen ihres 3D-Druckers immer weiter. Aber im nächsten Jahr bereits sollen die ersten personalisierten Smoothfood-Menüs aus dem Drucker in den Pflegeheimen serviert werden. Ich sehe schon, wenn ich irgendwann im Altersheim sitze, in der Speiskarte blättere und dann das Gut zum Druck für mein Mittagsmenü gebe. Spektakuläre Luftaufnahmen wie die sind heute gerade in Dokumentationen sehr beliebt. Die Bilder hier, die kommen von einer Spezialkamera. Cineflex heisst sie und liefert auch im ständig bewegten Helikopter immer noch absolut wackelfreie Bilder aus der Vogelperspektive. Der 42-fache Zoom macht es zudem möglich, Details aus Distanzen herzuholen, wo das menschliche Auge längstens nicht mehr mitkommt. Ja, so Bilder haben Sie sicher auch schon gesehen, aber wahrscheinlich nicht, wie die entstehen. Meine Kollegin Katrin Hönegger war bei einem außergewöhnlichen Dreh der Berner Alpen mit dabei gewesen, mit dem Ziel, auch selber einmal mit so einer Cineflex zu filmen. Und so viel kann ich schon verraten. Da ist die weibliche Multitasking-Fähigkeit bis auf das Letzte gefordert. Volles Risiko im Trippelschritt. Das ist die Welt von Freddy Nock. Zum 50. Geburtstag gönnt sich der Hochseilartist einen ganz besonderen Kick. Einen Spaziergang auf das fast 3000 Meter hohe Schilthorn.
Ins rechte Bild gerückt für Nock und Bergbahnen, ein echter Werbeknaller. Die schwarze Kugel vorn an der Heli-Schnauze ist Garant, dass der Auftritt auch optisch zum Spektakel wird. Das einzigartige Kamerasystem ist für Luftaufnahmen das Maß der Dinge. Air Glacier-Chefpilot Christian von Almen und Cineflex-Operateur Gary Gaffner sind ein eingespieltes Team. Jede Kamerafahrt, jede Heli-Bewegung ist abgesprochen und exakt aufeinander getimt. Die Aufnahmen rauben Einstein-Moderatorin Katrin Hönecker fast den Atem. In ein paar Minuten wird sie die Cineflex selber bedienen. Ich glaube nicht, dass ich das noch herkriege. Wieso denn nicht? Immerhin hat sich Katrin am Vortag intensiv auf ihren Lufteinsatz als Kamerafrau vorbereitet. Bodentraining auf einem Parkfeld. Selbst Profis trainieren nicht in der Luft. Dafür sind Flugminuten einfach zu teuer. Apropos Geld. In Carbongehäuse, Objektiv und Rekordern einer Cineflex stecken locker eine halbe Million. Kommen wir zu den Hauptfunktionen, wo man eigentlich die Cineflex bedient. Man muss ein bisschen multitaskfähig sein. Mhm. Weil mit der rechten Hand habe ich jetzt den Joystick, wo ich die Kamera senkrecht und waagrecht bewege. Ja. Gleichzeitig ist ja der Helikopter eventuell mal schräg. Und das ist, wenn man die Kamera schräg hat auf dem Rücken, muss ich das wieder ausgleichen. Das ist der Horizont. Und das kann ich machen, indem ich hier drehe, am Griff. Aber macht das nicht schon der Stabilisator in der Kamera von alleine? Du musst den Horizont selber gehen. Das ist relativ schwierig. Hier haben wir einen Zoom. Da kann ich rein- und rauszoomen. Mhm. Das mache ich regelmäßig mit der Handfläche. Hier. Das ist das Schärferad, wo ich die Schärfe mache. Mache ich den Finger hier drauf und den Finger habe ich hier auf dem Rädchen, dann mache ich noch die Blende. Ist also, nicht wahr. Das machst du alles gleichzeitig. Das machst du alles gleichzeitig. So Pianist, wo hast du den Monitor vor dem Kopf und hockst im Heli und musst danach auch noch die Leute steuern, was sie machen sollen und dem Pilot sagen, wie er fliegen muss. Das ist schon noch so relativ anspruchsvoll. Und darum, ja, es braucht einen Moment, bis man sich ein bisschen zurechtfindet und ein bisschen wohlfühlt. Ja. Katrin Hünecker will keine Zeit verlieren. Sie ist bereit für Lektion 1. Und auch die Cineflex ist startklar. Also, jetzt kannst du mal selber probieren. Yep. Jetzt wird es da wieder verstellen. Und jetzt gehst du die Schärfe holen auf dem Robidog. Kübeli. Oh. Anfängerfehler. Warte, ich muss schnell rüber. Also mit meiner Kurzsichtigkeit ist jetzt schon. Okay, jetzt suchen wir mal hier unseren Kameramann. Jetzt gehst du mal zu ihm auf sein Gesicht. Zuerst reinzoomen. Jetzt, Basti, der Tag der Wahrheit. Genau, völlig unscharf. Genau. Jetzt ist es noch ein bisschen überblendet. Es hat ein bisschen mehr Runzeln. Das siehst du, im Gesicht ist es hell. Jetzt musst du noch ein bisschen die Blende zutun. Ja. So, etwa. So, jetzt sind wir daheim. Aber das ist schon einfach, oder? So eine statische Geschichte. Aber was ist, wenn du ein Gänserudel musst? Ja, das wird nachher, das jetzt, wir schon nur fahren. Nicht nur in der Luft ist die Cineflex eine Wucht. Auch aus dem Auto heraus, wie hier am EM-Marathon in Zürich, konnte Gaffner bei jedem Tempo und jeder Unebenheit absolut wackelfreie Bilder liefern. Cineflex-Drehs sind selbst für Profis extrem anspruchsvoll. Es braucht Fingerspitzengefühl und vor allem Erfahrung. Das wird auch Cineflex Greenhorn Hönecker gleich merken. Allein schon die ungewohnte Haube mit integriertem Monitor ist eine Herausforderung. Und der Testläufer ist bereits an ihr dran. Ah! Nein! Ich habe verloren! Drangrack! Halt! Nicht so schnell, lieber Fahrer! Zentrieren! Ui, mir vereist alles! Ich habe die Schärfe überhaupt nicht. Es ist nicht schlecht. Vor allem, jetzt siehst du mal. Gary, du bist jetzt einfach diplomatisch. Das ist einfach nicht schlecht. Oh. Du musst mal schauen, dass du immer zentriert behaltest. Probier dich nur mal auf das konzentrieren. Vergiss mal die Schärfe. Ich kann schnell müssen den Bügel aufziehen. Und jetzt probier einfach immer die Bildmitte zu behalten. Okay. Das ist schon schwierig genug. Achtung, Kurve. Wow, du. Feinmotorik ist nicht so mein Ding. Aber super so. Nächste Runde. Wir machen einen kleinen Vergleichstest.
Einstein-Profi-Kameramann Bastian Mayer filmt frei aus der Schulter nach hinten. Die Moderatorin mit der ultrastabilen Cineflex. Rechts. Ruhe. Genau. Und das ist jetzt absolut rüttelfrei. Und wenn man es jetzt vergleicht mit dem von Basti. Oder das ist super steady, das ganze Bild, oder? Mhm. Und jetzt kannst du mal, gehen wir noch ab auf die Füße. Ja, gut, so bleiben. Genau. Jetzt kommt die Kurve, Vorsicht, jetzt musst du voraus. Ja, genau. Noch ein bisschen mehr. Nein. Immer bei diesen Rechtskurven, du. Nein. Und das hat wieder irgendwo sein. Dort. Ja, da. Noch weiter rauchen. Und hallo. Yes, Gott, ist dir das schon mal passiert, dass jemand total verloren hast beim Ja, tausendmal. Ach schon? Ja. So, dann kannst du wieder rauskommen. Ja, wir ein bisschen. Schlecht kannst du schon werden. Ja. Wie viele Chancen gibst du mir, dass das morgen klappt? Einigermaßen. Kommt darauf an, wie wohl du dich im Helikopter führst. Das ist halt eine andere Geschichte. Mein erster Helikopterflug. Eben, gerade wegen dem, ja. Und das ist halt noch mal anders, wenn es Turbulenzen hat, kannst du es festschütteln. Also, wir haben schon einiges im eigenen Zeug gemacht, was einfach wirklich geschüttelt hat ohne Ende. Und das ist die Regie hinten, kreidenweiss und alles. Und du bist immer noch dein Bild zu haben. Ja. Und das jagt dich fast in die Decke. Und, bist angeordnet, aber okay. Ja. Das ist schon, das ist dann nochmal zusätzliche Herausforderung. Ja. Also, ja. Kommt gut, ja. Gut. Machen wir. Früh am nächsten Morgen auf der Basis der Air Glacier in Lauterbrunn. Die Crew macht sich startklar. Die Montage der Cineflex an den Helikopter dauert gut 2 Stunden. Aufhängungen und Kabel müssen korrekt und sicher am Hubschrauber installiert sein. Endlich haben wir die Gelegenheit, einen Blick ins heilige Innere der Cineflex zu werfen. Vieles an dieser Kamera ist geheim. Offiziell darf nicht einmal Operateur Gaffner alle technischen Details kennen. Die Cineflex ist so leistungsstark, dass sie in gewissen Ländern als Waffe gilt und ihr Einsatz deshalb verboten ist. Kein Wunder, wurde sie doch ursprünglich vom US-Geheimdienst CIA für Spionageflüge entwickelt. Oder jetzt siehst du das hier. Jetzt ist die völlig im Spielen. Und wenn die Motoren aktiv sind, ist die bockstief. Aber sie tut das. Also das Bild ist bockstief, aber sie tut das ausbalancieren, auskorrigieren. Das ist bei den Drohnen genau gleich. Was kann denn das, was eine Drohne zum Beispiel nicht kann? Wieso macht man das nicht? Also sicher mal ein Zoom. Ich kann dir von einem Kilometer ins Wohnzimmer pfeifen und schauen, ins Mittagessen zuschauen. Das ist das. Und nachher einfach, dass du einen Helikopter hast, das wirst du dann auch merken. Also, dort oben bei diesen Winden fliegt keine Drohne. Und sie fliegt im Moment, dann ist sie weg. Heute sind Wind und Wetter aber auch für den Helikopter ein Problem. Am Schildhorn tobt ein Schneesturm. Extremartist Nock scheint dies nicht zu kümmern. Und die Cineflex-Crew schon gar nicht. In stoischer Ruhe dreht Kameramann Gary Gaffner seine Bilder. Hallo, gib jetzt Remote rüber. Bist du schon fertig, Gary? Ja. Gib es dir. Okay. Beate. Wie ist es gegangen? Gut. Jetzt müssen wir Gas geben. Okay. Hä? Ich mach probieren von hier. Hä? Weil das Wetter noch schlechter wird. Jawohl. Schau okay. Jetzt. Jetzt gehen wir mal rein. Schau ich einfach auf den Monitor. Ja, genau. Und ich kann. Jetzt kannst du mal. Einfach sagen, wodurch es geht. Genau, jetzt lassen wir so mal das Bild stehen. Ein bisschen mehr zentrieren. Super Schuss, super Bild. Wirklich? Ja, super. Schauen Sie mir da unten dran. Herrlich, wunderbar. Der Horizont, Licht, Antenne, Schreck, Licht, Antenne. Du bist fahren. So, ja, genau. Völlig rauszoomen, raus, was geht. Genau. Und jetzt ein bisschen der Horizont, Licht, die Berge sind ein schräg. Du musst ein bisschen kippen, ja, so. Genau, okay. Und jetzt zoomst du auf ihn rein. Ganz langsam, langsam. Und jetzt schau, dass du in der Mitte hast. In der Mitte vom Bild, ja, genau. Herrlich, wunderbar. Wow! Mitte bleiben. Genau, wunderbar. Kannst du nach. Schärfe haben wir geholt vorhin. Achtung, nicht starten, Super Bild.
Oh, Achtung. Oh. Macht er noch eine Figur für uns? Jetzt sind wir zu nahe mit dem Heli. Wir sind zu nahe mit dem Heli. Oh, ist das Zeichen? Das ist das Zeichen. Weg. Oh, jetzt haben wir gerade auch verloren. Heli, jetzt mal so einfach. Wir dürfen das abbrechen. Es wird gefährlich. Gut. Die Sicht ist gleich null. Der Heli muss abdrehen, zum Schneesturm raus. Und auch Freddy Nock bricht ab. Das wäre jetzt dumm, wenn ich hier wieder runterrutsche. Der Extremartist ist in Sicherheit und alle Aufnahmen im Kasten. Für Einstein fliegt der Pilot eine letzte Zusatzschlaufe. Zum Glück. Denn Crew und Cineflex liefern uns mit ihrem Wunderobjektiv ein Schlussbouquet der Extraklasse. Steinbock? Links. Da, und. Hast du noch etwas näher? Ah, der rennt ein bisschen davor. Nein, so schön. So, jetzt weiss ich, okay, wir gehen landen. Jetzt kannst du gerade parkieren. Und dann kann man dem Pilot sagen, Kriegel ist gut zum Landen. Kriegel ist gut zum Landen, du. Oh. Mission erfüllt. In 2 Stunden müssen die Bilder von Nox Höllenritt auf den Medienportalen zu sehen sein. Der Steinbock bleibt im Privatarchiv. Cineflex ist das Wochenende wieder im Einsatz beim Lauberhornrennen zu Wengen. Und nicht nur Cineflex. Was das SRF sonst noch für Spezialkameras braucht, um Ihnen dieses Jahr noch spektakulärere Bilder zu liefern, das erfahren Sie auf der SRF Wissensplattform. Ja, Sie haben es gehört, so eine Cineflex-Kamera die kostet rund 500.000 Franken. Die Kamera hier, die wir jetzt filmen, die kostet etwa 100'000 Franken. Und für die Kamera, die man jetzt aufnimmt, zahlt man nur ein paar hundert Franken und telefonieren kann sie auch noch. Es ist ein Smartphone. Ja, und es ist ja schon beachtlich, was die kleinen Hochleistungscomputer heute schon für eine Kameraleistung herbringen. Uns hat es darum einmal Wunder genommen, kann man nur mit Smartphones heute schon einen ganzen TV-Beitrag filmen? Ein Traumjob für grosse Buben. Sie haben gut lachen, unsere großen Jungs. Zum Schluss gelingen ihnen doch tatsächlich ein paar spektakuläre Aufnahmen. Gefilmt nur mit verschiedenen Smartphones. Schön die Morgenstimmung, toll der Auftrag. Ein Kameramann, ein Journalist und ein Medieningenieur unterwegs für einen Einstein-Beitrag. Allerdings eine richtige TV-Kamera haben sie nicht an Bord. Während der Journalist sein neues Smartphone noch verkehrt rumhält, tüftelt der Medieningenieur schon mit den verschiedenen Einstellungen, welche sein Gerät mitliefert. Die Werbung für die neuen Smartphones verspricht viel. Hochauflösende Filme, professionelle Zeitlupen und wie hier Zeitrafferaufnahmen. Der erste Eindruck? Nicht schlecht. Die nächsten Versuche unserer Tester auf der Piste dann aber so wie das Wetter. Gelinde gesagt, durchzogen. Mal ein störender Finger, mal eine falsche Einstellung. Es rüttelt und schüttelt gewaltig. Mit den besseren Lichtverhältnissen und der richtigen Bedienung steigern sich auch unsere Tester. Die Qualität ihrer Bilder langsam sendbar. Mit den eingebauten Stabilisatoren werden sogar Aufnahmen im Fahren durchaus ansehnlich. Und mit ein paar günstigen Accessoires und Zusatz-Apps sind auch Interviews möglich. Wenn man ein bisschen mehr herausholen will, dann kann man für ca. 100 Franken kann man sein Smartphone aufrüsten und kann richtig professionelle Videos drüllen. Also pimp mein Smartphone? Genau, mit einer Linse, mit externen Kabel, Akku lohnt sich immer, wenn man etwas länger aufnehmen will. Das ist es. Neben all diesen technischen Sachen braucht es ein gutes Auge und ein ruhiges Händchen, um gute Filme zu machen. In dieser Szene allerdings braucht es vor allem Vertrauen in die Fahrkünste der Kollegen. Dies sind Bilder von Kameramann Simon Usteri. Er wurde schon für seine Sportaufnahmen ausgezeichnet. Es ist mein erster Tag heute, wo ich mit dem Smartphone einen Dreh habe. Es ist sehr leicht, es ist kompakt. Die Schultern tut man nicht weh nach so einem schönen Tag. Man kann es nicht, man kann es stauen, kann losgehen. Angenehme Sache.
aber es ersetzt jetzt noch nicht eine richtige Kamera. Für den Profi bleibt das Smartphone ein Spielzeug, allerdings mit dem Potenzial für gewisse Einsätze. Zum Beispiel, wenn es eng wird, die Kamera zu gross wäre, ein Auto muss drüber fahren, dann kann man es herlegen, drüber fahren lassen. Das funktioniert dann wunderbar. Bleibt die Fachfrau am Schnittplatz. Ihr Urteil gewichtig. Also ich war sehr überrascht, was für eine gute Bildqualität sich hier antreffen, gerade wenn es genug Licht hat. Bei weniger guten Lichtverhältnissen ist es schwierig geworden, ist das Bild milchig geworden, körnig geworden. Aber bei viel Licht ist es tiptop. Die Zeitraffer sind extrem sauber, die Slow Motion sind extrem sauber. Das Einzige, was für uns ein bisschen mühsam war, ist, dass wir es fernsehtauglich kriegen, das müssen wir umkonvertieren. Und das heisst, es ist ein grösser Zeitaufwand und die Bildqualität hat ein bisschen darunter gelitten. Seine Popularität. Mittlerweile haben auch Schweizer News-Journalisten das Smartphone als Arbeitsgerät entdeckt. Er ist einer von ihnen, Marcel Anderwirth, Redaktor bei der Tagesschau. Er drehte letzten Dezember eine Geschichte über den Rubelzerfall in Russland nur mit seinem Smartphone. Neben der Tagesschau belieferte Anderwirth auch schon SRF Online mit reinen Smartphone-Beiträgen. Ja, ich bin einfach fasziniert vom kleinen Equipment und ich finde gewisse Aufnahmen, gerade so neue Einstellungen, werden gar nicht so schlecht, mit ihnen noch ein bisschen Unschärfe im Bild. Aber die Hauptsache ist natürlich, dass das iPhone nicht nur eine Kamera ist, sondern auch ein Schneidgerät, also man kann Beiträge schneiden, sogar vertonen, Text drauf aufnehmen und zum Schluss dann direkt in die Redaktion abschicken. Und für die News ist das natürlich recht spannend, wenn man so arbeiten kann. Wird man nicht ein bisschen schräg angeschaut, wenn man nur mit einem Smartphone kommt, filmen? Ja, im Moment schon noch, aber vor ein paar Jahren ist man noch schräg angeschaut worden, wenn man mit der kleinen Weitschau-Kamera filmen und nicht mit einer 3er-Equipe. Die Technik ändert sich halt, wandelt sich halt. Und ich habe Kontakt auch mit Leuten vom irischen Fernsehen zum Beispiel oder aus den USA, die auch mit iPhones filmen. Das ist schon etwas, was, glaube ich, immer mehr am Kommen ist. Im News-Bereich sicher eine willkommene zusätzliche Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt, im Freizeitbereich macht es noch viel mehr Spaß. Und es wird vielleicht der Tag kommen, wo wir darüber lachen, dass Kameraleute mal noch mit 10 kg schweren Kameras losgezogen sind. Und nächste Woche zeigen wir Ihnen einen verblüffenden Effekt. Das Video ist bei YouTube ein riesiger Hit. Es sind ganz gewöhnliche Schuhe und Kleider, aber die Flüssigkeiten, die perlen einfach ab. Das Geheimnis, das dahinter steckt, heisst Nanotechnologie. Wie der Nano-Effekt funktioniert und warum die Welt im Nanobereich als Schlüsseltechnologie im 21. Jahrhundert gepriesen wird, heute in einer Woche bei Einstein. Und hier bei SRF 1 ist heute Abend bei Eschbacher Doppellebens Thema. Einer der Gäste ist Susi Nogger. Kantilehrerin, dreifache Mutter und in den 80er Jahren Mitglied von einer geheimen Widerstandsorganisation gewesen. Zuerst jetzt aber das 10 vor 10 mit Aktuellem vom Tag. Ich wünsche einen schönen Hinnicht. Bis nächste Woche. Adi miteinander.